Dokumente sind verloren gegangen, ja, oder waren zum Teil dann als Kopie doppelt unterwegs. Und all das haben wir dann eben mit Einsatz des Dokumentmanagementsystems dann eben digitalisiert und so vereinfacht, sodass eben die ganzen Fachabteilungen und alle, die dazugehören, zentral an diesem Prozess arbeiten können. Hallo und herzlich willkommen zum IT-Haus IT-Talk. Heute zum Thema DMS-Lösungen. Prozesse digitalisieren, automatisieren, vereinfachen und natürlich das Wichtigste, Zeit sparen. Das ist Sinn und Zweck einer DMS-Lösung, einer Document Management Solution. Schon viel zu oft haben wir von unseren Kunden den Spruch gehört, aber das haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir eine Lösung mal implementiert haben, sind Einsparquoten von bis zu 75% an Zeit- und Effizienzgewinn keine Seltenheit mehr. Deshalb haben wir heute zu Gast in unserem Videopodcast Florian Sinn und Manuel Fuchs. Das sind unsere Experten rund um die DMS-Lösungen von IT-Haus. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Videopodcast. Ja, lieben Dank, Joanne, für die einleitenden Worte und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Fuchs. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Florian Sinn. Wir werden Ihnen heute das Thema DMS ein bisschen näher bringen. Wir arbeiten beide als Consultant im Bereich MPS, also Managed Print Solutions. Und daran anschließend direkt die Frage an dich, Florian. Was ist ein DMS, beziehungsweise was bezeichnen wir als DMS? Ja, das ist natürlich eine sehr gute einleitende Frage, weil DMS ist ein, ich sag mal, ein Begriff, ja, der sehr oft verwendet wird und unterschiedliche Dinge darunter einfach verstanden werden. Ja. Wir bezeichnen als DMS ein System, was Dokumentenprozesse automatisiert, was Dokumentenprozesse digitalisiert und so Arbeitsabläufe im Unternehmen vereinfacht. Oftmals unterhält man sich mit Kunden und die sagen, ja, über DMS brauchen wir nicht sprechen, haben wir schon im Einsatz. Ja, und nach ein paar Fragen kommt dann immer häufiger dann raus, dass statt einem DMS vielleicht einfach nur ein Archivsystem im Archivsysteme. Einsatz ist oder beispielsweise auch einfach nur Microsoft SharePoint verwendet wird oder Ja. im schlechtesten Fall einfach nur ein File, also ein File-Server beispielsweise. Ja. Ja. Aber DMS, wie gesagt, da geht es um das Thema Dokumente und da stellt sich dann auch viel mehr die Frage, was ist eigentlich in dem Kontext ein Dokument? Und ein Dokument, wenn ich jetzt sage, ein ganz normales Dokument, woran denkst du da als erstes? Natürlich an ein Stück Papier. Am Ende des Tages, ja, was man sozusagen in der Hand hat und dann als Dokument halt Genau, ansieht. und Ja. wahrscheinlich sind auch die meisten Dokumente irgendwo in einem Unternehmen in A4-Form, Absolut, ja. aber im DMS-Kontext sprechen wir nicht nur von Papierdokumenten, sondern wir sprechen natürlich von jeglicher Art eines Dokuments. Das kann eine E-Mail sein, das kann aber auch einfach ein Post-it sein, ja, oder halt eben auch ein gedrucktes Dokument, ein A4-Dokument. Aber sag doch mal, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, was ein DMS ist, wer braucht denn dann eigentlich ein DMS? Also im Endeffekt hast du ja jedes Unternehmen, was sozusagen mit Dokumenten arbeitet, wie du ja gerade schon gesagt hast, entweder PDF, ein papierbasiertes Dokument oder einfach ja, halt ein File. Das heißt, jedes Unternehmen, was sozusagen mit einem Dokument arbeitet, ist dafür bereit, ein DMS sozusagen auch mit im Unternehmen einzuführen. Heißt im Umkehrschluss auch, dass die meisten Abteilungen, die sich damit beschäftigen, auch eher Marketing, Vertrieb, aber auch Rechnungswesen ist. In dem Kontext würde ich gerne von dir wissen, einmal, wie würdest du beim Unternehmen, was jetzt beispielsweise einen Eingangsrechnungsprozess einführen will, beraten, beziehungsweise wie würde ein entsprechendes DMS-System dort Anklang gewinnen? Ja, es ist natürlich so, wir gehen ins Unternehmen rein, wir installieren ein Stück Software und dann läuft alles und ab dem Zeitpunkt muss die ganze Company damit Genau. arbeiten. Ja, nein, so ist es natürlich nicht. Also was wir machen ist, wir beraten den Kunden natürlich dahingehend, ja, wir schauen uns immer nur einen bestimmten Prozess dann entsprechend an. Rechnungseingangsprozess ist da beispielsweise ein sehr Genau. guter Prozess, um zu starten, weil er auch relativ einfach ist von der Umsetzung, Implementierung her.
Und was wir machen ist, wir analysieren den aktuellen Eingangsrechnungsprozess mit dem Kunden. Wir schauen, wie läuft das Dokument durch das Unternehmen, begleiten den Prozess, dokumentieren entsprechend den Prozess mit allen, die eben in den Fachbereichen da involviert sind und schauen dann auch erstmal, ist denn dieser Prozess, so wie er heute aufgesetzt ist, auch wirklich effektiv? Ja. Weil das Thema ist einfach, wenn ich einen Scheißprozess habe und den digitalisiere, dann habe ich einen digitalen Scheißprozess. Ja. Da ist mir am Ende des Tages nicht mitgeholfen. Deswegen beraten wir da auch und optimieren dann auch bestehende Prozesse dahingehend, damit man sie digital noch effektiver dann letztendlich auch umsetzen kann. Wenn wir dann diesen Prozess analysiert haben, dokumentiert haben, abgestimmt haben, geht es an die Vorbereitung innerhalb einer DMS-Lösung, dass man diesen Prozess dann aufsetzt und mit den Fachabteilungen gemeinsam dann einmal durchspielt. In dem Bereich jetzt natürlich Rechnungseingang, wahrscheinlich die Buchhaltung dann entsprechend. Ganz genau. Wo man dann, wie du schon gesagt hast, mit den Fachabteilungen entsprechend einfach die Workflows bespricht, beziehungsweise die Prozesse halt entsprechend gestaltet und dahingehend halt auch einfach die IT-Abteilung auch mit hinzuzieht. Na klar, ist ja ein Stück Software, was installiert werden muss. Ja. Dementsprechend, es ist dann natürlich wichtig, halt auch einfach die entsprechenden Abteilungen auch einfach dabei zu haben. Ne? Genau, also von der Zentrale, wo vielleicht die Rechnung per Post ankommt oder auch in digitaler Form, schon direkt per Mail, hin zu der Buchhaltung, die Rechnung dann letztendlich auch prüft. Auch mit eben den vielleicht auch Freigabeprozessen der Geschäftsführung, wenn es um gewisse Beträge geht oder ähnliche andere Freigabeszenarien. All das wird dann entsprechend mit berücksichtigt und in der Pilotierungsphase dann auch ganz eng mit uns gemeinsam begleitet, sodass wir dann auch schauen können, wenn es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle hakt, dass wir dann nachjustieren können. Oftmals findet man ja dann auch noch vielleicht Felder oder ich sag mal Schalter, die man sehr noch... Sehr häufig sogar. Also im Endeffekt ist es ja auch, wenn es implementiert wird, dass du halt entsprechend den Kunden dahingehend halt auch einfach eng mitnehmen musst, beziehungsweise halt auch regelmäßige Reviews haben musst mit den Kunden, um halt entsprechende Prozesse auch anzupassen. Das definitiv, ja. Genau. Anfangs macht man das in so einer Projektphase dann wöchentlich und schaut einfach, sind da neue Themen dazugekommen, neue Funktionen, die man vielleicht haben möchte. Und mit der Zeit macht man das dann eher zweiwöchentlich, vielleicht dann nur noch monatlich. Und die Einführung von so einem Dokumentenprozess dauert dann in der Regel etwa ein halbes Jahr bis ein Jahr ungefähr, bis es dann wirklich auch komplett live geht und dann auch zu 100% eben produktiv dann auch genutzt wird. Ja. Genau, also relativ... relativ lang tatsächlich auch, muss man sagen, aber das braucht es auch an der Zeit, weil man eben sich auch von der Arbeitsweise her umgewöhnen muss. Absolut. Man hat ja oftmals dann auch Personen, die in den Fachabteilungen sitzen, die machen die Jobs zum Teil seit 20 Jahren und die wissen da bei ihren Papierdokumenten jeden Handgriff, den sie gemacht haben und müssen jetzt dann mit der Einführung von so einer Software ein Stück weit auch aus ihrer Komfortzone rausgehen. Ja, also die Bereitschaft, auch diesen Prozess dann anders anzugehen, der muss natürlich da sein. Da begleiten wir und unterstützen wir natürlich auch dabei. Ja, was die Projekterfahrung einfach gezeigt hat, ist, dass wenn die Anwender eben aus ihrer aktuellen Komfortzone dann rausgehen, durch dieses Tal der Tränen zum Teil, dass sie auf der anderen Seite eine viel größere Komfortzone erwartet, weil man eben mit digitalisierten Dokumenten und den Werten, die man da extrahieren kann und den Möglichkeiten, die man damit hat, viel effektiver und besser arbeiten kann einfach. Das heißt, der Prozess an sich wird verbessert und es entstehen halt auch einfach Vorteile zur Kostenreduktion. Die Prozesskosten sind natürlich erheblich viel niedriger, wenn ich eben ein Dokumentmanagementsystem verwende. Und auf der anderen Seite gehen mir auch Benefits nicht in irgendeiner Form flöten, weil ich zum Beispiel die Skonto-Verluste in Kauf nehme, wenn ich Rechnungen zu spät bezahle. All das sind Dinge, die ich eben mit einem Dokumentenmanagementsystem dann abbilden kann. Wir hatten ja jetzt am Anfang des Jahres hatten wir ein Projekt mit Kyocera zusammen. Magst du da
mal ein, zwei Worte zu verlieren, beziehungsweise einmal schildern, wie das Projekt abgelaufen ist? Ja, gerne. Also es ist ein mittelständisches Unternehmen, wo wir gemeinsam mit Coursera auch den Coursera Workflow Manager implementiert haben. Der Kunde kam auf uns zu, weil er einen Rechnungseingangsprozess haben wollte mit uns gemeinsam von uns, weil er nämlich eben das Problem hat, dass er derzeit sehr viele Skontoverluste hat, weil Rechnungen, die reinkommen, nicht zeitmäßig entsprechend beglichen werden. Und er hatte auch das Thema, dass eben die Rechnungen, die reinkommen, in Papierform sind und durch verschiedene Abteilungen im Unternehmen laufen, ja, durch wirklich solche Dokumentenschütten im Prinzip, ja, und er oftmals gar nicht weiß, wo ist denn jetzt eigentlich gerade das Dokument, an welchem Schritt, ja, Dokumente sind verloren gegangen, ja, oder waren zum Teil dann als Kopie doppelt unterwegs, und all das haben wir dann eben mit Einsatz des Dokumentmanagementsystems dann eben digitalisiert und so vereinfacht, sodass eben die ganzen Fachabteilungen und alle, die dazugehören, zentral an diesem Prozess arbeiten können. Aber wenn wir jetzt hier schon von Kosten sprechen, was kostet mich denn überhaupt so ein Dokumentmanagementsystem? Also letztendlich ist das immer die erste Frage, die nach so einer Präsentation oder nach so einem Pitch quasi gestellt wird von den Unternehmen. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber man kann auf jeden Fall sagen, klar, es gehen Lizenzkosten einher. Das bleibt nicht aus bei einer Softwarelösung. Und zusätzlich kann man auch sagen, dass nach 6 bzw. 12 Monaten oder 6 bis 12 Monaten sich die Kosten, die man am Anfang quasi investiert hat, amortisieren. Das heißt, klar, man hat am Anfang ein Invest für die entsprechende Software, aber das, was man halt einfach am Ende des Tages oder der Anwender, die Abteilung am Ende des Jahres halt auch an Zeitersparnis hat und am Arbeitsablauf halt auch einspart, ist in dem Moment halt viel größer als jetzt der Kostenfaktor, den das Unternehmen halt sozusagen hat, ne? Und dementsprechend, wie gesagt, also nach 6 bis 12 Monaten amortisiert sich quasi so eine DMS-Lösung, hat zumindest unsere Erfahrung gezeigt. Und da ist natürlich auch am Ende des Tages noch nicht Schluss, weil klar, du hast jetzt nur vom Eingangsrechnungsprozess gesprochen. Aber es gibt ja auch beispielsweise noch das Personalwesen, wo es auch noch gewisse Prozesse gibt, die man digitalisieren kann. Aber da haben wir jetzt ja gerade auch nur an der Oberfläche gekratzt. Da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge draus. Genau, da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge draus. Und ja, also wir sind, glaube ich, auch in dem Bereich jetzt gerade am Ende. Ich würde mich natürlich freuen, beziehungsweise du dich sicherlich auch, wenn sie sich melden würden und einen Beratungstermin halt mit uns vereinbaren, um dann halt entsprechend die Prozesse halt zu digitalisieren. Danke Florian und danke Manuel für euren Einsatz heute. Gerade das Beispiel der Eingangsrechnungen hat mir nochmal gezeigt, dass eigentlich jedes Unternehmen über die Einführung einer DMS-Lösung nachdenken sollte. Als IT-Haus helfen wir Ihnen natürlich gerne, genau diese Prozesse zu digitalisieren und die Einsparpotenziale zu finden. Alle Infos dazu finden Sie wie immer in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und bis zum nächsten Mal.